Was ist denn der Sinn dieser Veranstaltung? Warum macht man denn dieses Treffen hier? Die Entwicklungsbegleitung der neuen Mittelschule zielt darauf ab, ein ganzes System, ein ganzes Großsystem in etwa 1150 Schulen von einem System Hauptschule in ein System neue Mittelschule hinüberzubringen, weiterzuentwickeln. Hier ist unser Auftrag, die Entwicklungsbegleitung möglichst gut als Unterstützung für einzelne Personen und Personengruppen hier spürbar zu machen. Das heißt, diese Großveranstaltung hat die Vernetzung auf der einen Seite, dass auch den Teilnehmerinnen bewusst werden kann, da geht es um eine große, um eine bundesweite Entwicklung, nicht nur meines Standortes, das ist eingebettet in was Großes. Und gleichzeitig geht es auch darum, dass Inhalte hier nachvollziehbar in einer Sprache aufgenommen werden können, reflektiert werden können und dann in den einzelnen Standorten hinein transformiert werden können. Das ist der Sinn von diesen Großveranstaltungen. Wir reden hier von den Teilnehmern. Wer nimmt denn hier teil? Was sind die Leute? Was tun die? Also bei diesen Veranstaltungen hier sind im Moment Schulleiter und Schulleiterinnen da, das ist klar, die leiten ihren Standort. Ihre Aufgabe ist es, Schulentwicklung am Standort auch zu betreiben. Das heißt, sie haben die Verantwortung, dass der Standort weiter sich entwickelt, dass das Personal auch in diese Richtung hier Professionalisierungsmaßnahmen setzt. Und dann sind die sogenannten Lerndesignerinnen da. Das ist eine neue Wortkreation. Gemeint sind damit Lehrer und Lehrerinnen, die aufgrund ihrer Erfahrung in der Unterrichtsgestaltung hier in eine bisschen veränderte Rolle hineinkommen. Ihre Aufgabe heißt, Informationen hier hereinzunehmen, in der Klasse auch selbst dazu tätig zu werden, aber auch Kolleginnen und Kollegen anzustiften, in die Unterrichtsentwicklung mit hineinzugehen. Sie sind diejenigen, die hier auch eine anstoßende Rolle mit in das System hineinbringen. Wir arbeiten darüber hinaus auch noch mit anderen Funktionsgruppen unseres Bildungssystems. Wir arbeiten mit den pädagogischen Hochschulen. Wir haben dort Lehrende, auch von Lehrgangsleitungen hier immer wieder im Kontakt. Wir haben Referentenschulungen da dazu. Und wir arbeiten auch mit der Schulaufsicht, denn es braucht ja auch ein Gegenüber. Die Verbindlichkeit hier, gemeinsam Schritte in einer Prozessbegleitung, gemeinsam Schritte zu setzen, wie kommen wir denn mit unserem Standort weiter? Und wir versuchen das einfach hier wirklich in einem gemeinsamen Dach auch zu begleiten. Wie spielt jetzt alles zusammen? Was sind die Ergebnisse? Ja, die Ergebnisse, wir haben jetzt mehrere Durchgänge bereits, wir haben bereits 7 Generationen drinnen. Zusammen spielt das ganze System auf der Bundeslandebene. Wir haben unterschiedliche Bundesländer, die hier in die Entwicklung mit hereingebracht werden. Wir haben die Ausbildung der Lehrerinnen, der kommenden Lehrerinnen, genauso wie die Fortbildung hier in einem gemeinsamen Anstrengungsprozess. Und wir haben natürlich auch die Standorte drinnen. Die sind für uns die Hauptakteure und Akteurinnen, denn es geht final geht es darum, wie werden Lernanlässe für Schüler und Schülerinnen verbessert? Wie ist ihre Zugangsmöglichkeit zu dem Lernen des 21. Jahrhunderts gegeben? Dort trifft sich alles wieder. Die anderen Systemebenen sind Unterstützung dazu. Man hat schon einiges erreicht. Welche Ziele verfolgt man denn noch? Was kann noch besser werden? Was soll ausgebaut werden? Was sind Ziele? Die Ziele der neuen Mittelschule sind ganz klar. Wir wollen Schüler und Schülerinnen fit machen für zum Teil noch eine unbekannte Zukunft, wie auch immer sie ausschaut, Teilhabe an den Prozessen in diesem Land, eine bestmögliche Qualifizierung in ihrem jeweiligen Bereich, in ihrem jeweiligen Inhaltsbereich. Das ist das Ziel der neuen Mittelschule. Es geht uns ganz klar darum, Chancengerechtigkeit für einzelne Schülerinnen zu steigern und zu erhöhen. Und es geht uns auch final darum, die Schulzufriedenheit der darin Agierenden noch zu verbessern. Wir hoffen, dass Schüler und Schülerinnen in einem angstfreien Raum hier lernen können, dass sie für sich selbst die Lernfortschritte machen können. Das ist das Ziel der neuen Mittelschule, Chancengleichheit. Gute Schule, neue Mittelschule, was macht denn eine Schule zu einer guten Schule? Das Prinzipielle bei einer guten Schule ist, dass sie vernetzt ist, das schaffen wir hier, dass sie an den neuesten auch wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Pädagogik teilhaben kann. Auch das versuchen wir hier Ihnen weitergeben zu können. Eine gute Schule ist eine Schule, wo sich alle darin Beteiligten, alle, die großen und die kleinen Menschen, als Lernende verstehen. Wo sie für sich selbst sagen, Lernen bringt mich einen Schritt weiter und ich lerne ein Leben lang.